Für Motorsportfreunde ist es der wichtigste Termin im Rennsportkalender. Der Formel 1 Grand Prix findet zum 64. Mal hier in Monaco statt. Wir haben für Sie beobachtet, wie die Automanufaktur Wiesmann hier in Monaco ihre Kunden am Rennsportwochenende betreut. Die Kulisse für diesen Event und die äußeren Bedingungen hätten besser nicht sein können. 30.000 Fans an der Strecke und nochmal so viele auf den Balkonen der umliegenden Gebäude sorgten für Gänsehautstimmung an der Côte d'Azur. Die Automanufaktur Wiesmann lud anlässlich des Rennwochenendes ihre Kunden, Freunde und Geschäftspartner für 4 Tage nach Monaco. Wir sprachen vor Ort mit einem der Gäste. Ein Wiesmann zu besitzen ist ein Privileg, was natürlich was Besonderes ist. Hier teilnehmen zu können, ist natürlich mit diesem Fahrzeug nochmal die Krönung des Ganzen. Ein Wiesmann Roadster, ein Wiesmann GT macht Spaß und in dieser Umgebung doppelt. Und es ist fantastisch. Ob im Wiesmann GT, der geschlossenen Variante dieses Sportwagens, oder dem offenen Wiesmann Roadster. Auf der Original-Formel-1-Rennstrecke, die während der Rennpausen für die 3 Wiesmann-Fahrzeuge geöffnet wurde, stand die Performance und der Fahrspaß im Vordergrund. Etwas ruhiger ging es auf dem Informationsstand in der Innenstadt von Monaco zu. Die Wiesmann-Mitarbeiter standen Rede und Antwort für die vielen Interessenten und Fans aus aller Welt. Einen Kontrast zum hektischen Rennsporttag bot das abendliche Rahmenprogramm, das die Gäste an außergewöhnliche und exklusive Orte führte. Friedhelm Wiesmann persönlich betreute hier seine Kunden und Freunde. Das mit einem Blumenmeer geschmückte Restaurant Mas Provençal genießt einen exzellenten Ruf bei Gourmets und Freunde eines außergewöhnlichen Ambientes. Die Wiesmann-Abende haben hier bereits eine lange Tradition. Am nächsten Morgen gehörte die Rennstrecke dann wieder den 3 Wiesmann-Fahrzeugen. Ungestört und vor den Augen tausender Rennsportbegeisterte am Rande der Strecke drehten die Fahrer insgesamt 450 Runden. Ja, ist super schön hier. Ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Wir sind jetzt das zweite Mal hier und es gefällt uns unheimlich gut. Also es ist mit Wiesmann schon immer ein ganz tolles Erlebnis. In der berühmten Saint-Devot-Kurve stiegen 50 Kunden, Freunde und Fans der Marke, einer nach dem anderen, in den Beifahrersitz und erlebten, was ein Wiesmann auf einer Rennstrecke leistet. Erlebten alle Gäste das Formel-1-Rennen gemeinsam in der eigens angemieteten Lounge des Hermano Palace. Das war unser Bericht über den Formel-1 Grand Prix in Monaco im Jahre 2006. Und bei mir ist Friedhelm Wiesmann. Herr Wiesmann, wie sind Sie mit dem Verlauf des Wochenendes hier in Monaco zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, aber es ist natürlich viel wichtiger, dass meine Kunden und Geschäftspartner zufrieden sind. Und es ist so, alle haben unheimlich viel Spaß gehabt. Es ist schon aufregend, hier die Formel-1-Wagen in diesen Häuserschluchten fahren zu sehen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit geboten, mit unseren Fahrzeugen auf der Rennstrecke in den Rennpausen zu fahren, was nicht alltäglich ist. Und das hat den Leuten riesen Spaß gemacht. Rundrum war es eine gelungene Sache. Danke, Herr Wiesmann. Und ich sage danke für Ihr Interesse, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.